Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute habe ich Stefan Kugel aus Zwingendorf in Niederösterreich bei mir zu Gast und ich möchte mit ihm über den nächsten Schritt in der Evolution der Menschheit sprechen. Wie mag der aussehen? Ich glaube, für Sie wird es eine oder zwei Überraschungen geben. In Vorgesprächen deutete sich da schon was an, dass da etwas ganz anderes zum Vorschein kommt, als wir gemeinhin mit Evolution in Verbindung bringen. Gleich bei Neue Horizonte TV. Dich vorzustellen ist gar nicht so einfach und deswegen will ich das am besten dir überlassen. In aller Kürze, weil wenn du dich in deiner ganzen Person vorstellst, dann müssten wir hier wahrscheinlich einen Dreiteiler draus drehen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ja. Stefan. Also Götz, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ich war ja schon mal hier, was also unwahrscheinlich viel bewirkt hat in meinem Leben. Durch den Vortrag, den ich hier machen durfte im November vorletzten Jahres, ist also viel in Gang gekommen. Ja, ich bin der Stefan Kugel. Ihr merkt an meinem Dialekt, eigentlich gar nicht wirklich ein Österreicher, aber ich habe so einen Mischmasch. Meine Mutter kommt aus Kärnten, mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet und ich bin, wie mein Vater, dann auch irgendwann mal nach Österreich gegangen. Damals war es so, dass die Frauen, die ich mir im Ruhrgebiet geschaffen haben, mich nicht verstehen wollten. Vielleicht war das auch der Grund, warum mein Vater eine Österreicherin geheiratet hat. So bin ich ihm also dann auch gefolgt. Ja, ich habe mir sehr offenherzige, sehr lebendige Eltern geschaffen, die mir also eine wunderbare Grundlage im Leben geschaffen haben. Mein Vater war Bergingenieur. Wir hatten also, oder ich kann sagen, ich bin 60 geboren, ich war nach dem Krieg einer der ersten Prinzen meiner Zeit, die alles hatten, ja, vom Essen, Trinken natürlich, über Bücherwände zu Hause und dieser Kontrast Ruhrgebiet mit sehr viel Kultur, nicht nur Schalke, auch Musiktheater, Oper und so, bis hin nach Villach, wo die Natur war, Mutter Erde wirklich für mich direkt war. Wenn ich eine Frage hatte als Kind, hat mein Vater mir ein Buch gegeben und hat gesagt, lies selber. Ja. Mhm. So habe ich also schon mit 13 sowas wie Brecht in der Hand gehabt oder Teilhard de Chardin. Oder ihm war das eigentlich egal, wie ich sollte und ich habe ihn gehasst dafür. Nachher habe ich dann... Weil er dir nichts erzählt hat. Ja, er hat mich eigentlich oft dazu gebracht, such selber. Ja. Und als ich dann Münster studiert habe, habe ich dann gemerkt, ich bin eigentlich Mr. Wikipedia. Ja. Ich wusste immer, wo es finden konnte. Ja. Mhm. Und ich habe aber nach dem Zivildienst habe ich dann eine Tischlerlehre gemacht. Und er hat mich dann, als ich dann nach Münster gegangen bin, um Philosophie studieren und Psychologie und all diese Sachen studieren wollte, gesagt, also du hast ja schon einen Beruf, du musst jetzt nicht unbedingt einen Abschluss machen, weil er also gemerkt hat, so mit diesen wissenschaftlichen Dingen war ich nicht so begeistert. Aber ich will eins von dir, dass du das Lernen lernst, ja, und dann beginnst und nie mehr aufhörst, ja, und das war also eigentlich die Motivation für vieles in meinem Leben. Ja, ich durfte schon eben früh Fragen stellen, ohne dass ich abgetan wurde, vor allem zu Hause. In der Schule war es anders. Ja, ich habe aber dann doch eben auch das Ruhrgebiet verlassen, bin erst dann aufs Land gegangen, wo ich meine Tischlerlehre gemacht habe und dann über Umwegen über Indien nach Österreich gegangen. Und das Erste, was mich konfrontiert hat, war die Liebe zu einer Frau mit ihren zwei Kindern, wobei ein Kind hörbehindert war. Mhm. Und ich kam damals aus Indien, war in Rot gekleidet, hatte so ein komisches Ding um den Hals. Da war so ein, da war so ein wertiger Typ drauf, ja, schwebte anderthalb Meter über dem Boden und habe aber eine Tambura mitgebracht und habe also auch diesen Kehlgesang, diesen Obertongesang gekonnt. Und als ich dann mit der am Abend so mit der Tambura gespielt habe und die Nur, die also auf beiden Ohren 90% Hörverlust hatte,
dazugehört hat, hat die plötzlich einen Anfall gekriegt und hat war eine Stunde nicht mehr zu beruhigen. Ja? Mhm. Und das war für mich dann der Anlass, mich damit auseinanderzusetzen. Und dabei, ich bin dann mit dem Kind sozusagen losgezogen, war bei Hals-Nasen-Ohrenärzten, die haben mir gesagt, ja, das Kind ist taub, terisch, heißt es in Österreich. Wir haben dann immer gesagt esoterisch, also terisch heißt taub. Und meine Frau damals hat Kraniosakralosteopathie gelernt, was also der nur schon geholfen hat, die Spannung loszuwerden. Und ich habe aber damals mehr mich um die Kinder gekümmert. Sie hat sich mehr mit so Körpertherapien befasst und Ausbildung gemacht. Und ich habe ein Wochenende mal ein Seminar mitgemacht von einer Engländerin. Es war eigentlich nur so ein Zwei-Tages-Seminar über die Metamorphosemassage. Also massieren habe ich immer schon gekonnt, so Tischlerhände, Gärtnerhände, Koch. Ja, Gärtner bin ich nicht so fleißig gewesen. Also der Gärtner war immer der Mörder, also Mörderhände und eben auch Massagehände. Und das hat mich aber interessiert. Und das habe ich also am Abend mit der Nur gemacht. Und siehe da, also ich habe ihnen damals so ein Hochbett gebaut, unten lag der Simon, oben die Nur, oben saß ich dann am Abend, habe sie massiert und meine innere Stimme, die schon damals sehr laut war, hat mir gesagt, massiere nicht alles, so wie es gelehrt wurde, sondern nur einen bestimmten Punkt. Mhm. Ja, und nach weiß ich nicht wie vielen Monaten, nach verschiedensten Erfahrungen auch mit dem Kind, hatte den Hörverlust von 14% auf beiden Ohren, ja, von 90 auf 14, ja, und wow, Wahnsinn, Heiler und bla bla bla. Naja, und ich habe damals dann, das war 1990, fing das dann an, mir überlegt, das ist jetzt mein Thema, das will ich jetzt studieren und bin also dann zum Gewerbeamt gegangen und das Erste war, was ich schon verändert habe im Haus, war die Energie, also mich mit der Energie des Hauses zu befassen. Da wurde ich also ein Routengänger. Ja? Mhm. Und dann kam Jahre später, zwei, drei Jahre später, das Gewerbe, das war noch gar nicht wirklich benannt worden, das man heute Energetiker nennt. In Österreich ist das. Ja, das ist also ein etablierter Beruf schon. Wir haben in Österreich also sozusagen die Gesetzmäßigkeit, dass der Energetiker das tun darf, was unwissenschaftlich ist und der Mediziner das tun darf, was wissenschaftlich ist. Ja. Okay. So waren zum Beispiel die Schüsselsalze, die Bachblüten, die Homöopathie noch ein Energetiker-Bereich, aber als die Quantenphysik sozusagen das mathematisch nachprüfen konnte, dass also die neunte Potenz einer homöopathischen Mittel ein höheres elektromagnetisches Feld als die erste hatte, war sozusagen die Homöopathie von der Wissenschaft erklärt und wurde dann übernommen. Ja, und ich kann mich erinnern, ich war dann Berufsgruppensprecher der Energetiker im Burgenland, wie sie alle dann fertig waren, ja, die Ärzte nehmen uns das weg. Und ich habe dann nur gesagt, ja Leute, Schüsselsalz in den 90er Jahren, da hast du schmuggeln müssen, die gab es hier nicht. Ja, Bachblüten hast du schmuggeln müssen, ja. Homöopathie, da warst du nie sicher, was du da hast, ja. Jetzt ist in jedem Ort Österreichs die Möglichkeit, in der Apotheke die beste Qualität zu kriegen. Also für mich hat sich ich habe gehört, dass deutsche Homöopathen aus Österreich importieren müssen, weil sie in Deutschland nicht zu haben sind, homöopathischen Mittel. Ich habe sogar in meiner Nähe in Retz eine Homöopathin, die das noch mit der Hand schüttelt und eine sehr hohe Grundfrequenz hat. Mhm. Naja, und ich habe dann immer weiter geforscht, immer, weil ich wollte wissen, was da los ist, was habe ich da gemacht, ja, und hatte aber dann auch das Erlebnis, dass ein Blinder, den ich also kennengelernt habe, bei der ersten Sitzung ein Gesichtsfeld bekommen hat, ja. Ich habe ihn gefragt, was heißt das, Gesichtsfeld? Ja, sagte, wenn ihr die Augen zudrückt, seht ihr einen schwarzen Vorhang, ja. Wir haben nichts, wir sehen so viel wie du mit der Hand. Aber nach der ersten Sitzung mit dieser Methode, die ich da also sozusagen weiterentwickelt habe, ich nenne sie heute Key Pulsing, hat er so ein Flimmern plötzlich in seinem Gesichtsfeld gehabt. Ja, so wie wenn in den 60er Jahren am Abend wenn das Fernsehprogramm vorbei war. So ein Flimmern und das hat er immer noch. Ja. Mhm. Nach der fünften Sitzung hat er also dann seine Umgebung erträumt. Ja, und ich sah damals sehr wild aus, lange Haare, dicken Bart und so und habe mich beschrieben. Ja.
Naja, und bei der 12. Sitzung habe ich dann gesagt, so, jetzt will ich es aber wissen und habe ein schamanisches Werkzeug eingesetzt, ja, das ich also in einer Ausbildung mal gelernt habe, das Wahrsagerkraut. Und dann hat er plötzlich Licht gesehen, ja, und haben auf einen Klick gemacht, habe ich Lampen angemacht, ja, das sieht er jetzt und Farben und Licht und alles irgendwie so. Und dann habe ich nur Klick gemacht, dachte, nee, das hast du nicht angemacht, das hat sich nur, hat nur Klick gemacht, ja, sage ich, okay, dann sehe ich das, du nicht lügst. Und dann kam der Gedanke, dass ich ihm eine Watschen gebe in Österreich, eine Ohrfeige gebe. Ja, oh, da war er ganz böse. Ich bin immer Freitag hingefahren von Wiener Neustadt damals nach Klagenfurt, haben am Abend also irgendwelche Experimente gemacht, dann habe ich übernachtet und am nächsten Morgen habe ich ihn massiert und bin dann zum Mittag wieder gefahren. Ja, und nächsten Morgen wache ich auf und gehe zur Küche und da sitzt er grinsend und sagt, was ist denn los? Er sagt, gestern hat er eine halbe Stunde sehen können, alles. Er ist also, hat gar nicht schlafen können, rumgelaufen, hat sich alles angeschaut, ja. Und jetzt in der Früh, da ist nicht mehr, ja. Und ich dachte, ja, Wahnsinn, ist doch geil, oder? Jetzt habe ich das auch geschafft. Ja, zwei Tage später ruft er an und sagt, er will nicht mehr massiert werden. Naja, und dann habe ich ja so 10 Jahre gebraucht zu verstehen, dass letztendlich es ja auch nicht Gehinderung oder Verhinderung, sondern Behinderung heißt. Ja? Und B, ich habe also ein bisschen Germanistik studiert, das Präfix B, also Ver ist eine Verlaufsform, G ist ein Passivum, aber B ist eine aktive Form. Mhm, ja. Das heißt letztendlich, ja, der Mensch schafft sich etwas aus einem Grund. Mhm. Ja, und ich musste sogar die erste Familie verlassen, weil ich meine Stieftochter damals ja gar nicht gefragt habe, ob sie denn sehen wollte. Mhm. Ja, das war so, wenn man mit der anderen Welt kommuniziert, dann kriegt man auch Befehle und dann muss man denen auch folgen. Ja. Und naja, und könnte man das, darf ich mal kurz zwischendurch, wie dieser sekundäre Krankheitsgewinn? Ja. Also was verliere ich oder was verlöre ich, wenn ich jetzt gesund wäre? Ja, also ich bin jetzt mal ganz böse und sag, Männer mit 50 machen sich krank, damit sie nicht mehr hackeln müssen, damit sie nicht mehr malochen müssen. Okay. Ja? Okay, das ist jetzt ganz grob, aber es gibt einfach einen Grund, ja, und es ist noch sehr, ich bin da noch immer am Forschen, aber ich habe für mich etwas verstanden, ja, dass letztendlich der Mensch hat sich das geschaffen und es gibt nur einen, der das auflösen kann, ja, er selbst, ja, wenn aus seinem tiefen Willen heraus der Wunsch ist, ja, sind Sachen möglich, die man sich nicht vorstellen kann. Ja? Und ich lebe jetzt nach vielen Auf und Ab, man kann sagen, mein 12. Leben mit einer lieben Frau in Zwingendorf, ja, mit der Martina. Und ich habe sie nach einem großen Absturz in meinem Leben und wieder Phönix aufwachsen kennengelernt. Und sie hat einen Sohn, den Simon, der jetzt 15 ist und der Vollspastiker ist, ja, wo mich also der Himmel sozusagen jetzt hingeführt hat. Hochintelligentes Kind, aber wie ich ihn kennengelernt habe, war doch sehr starke Lähmung da. Ja. Und er saß also im Rollstuhl, hat nicht geredet und man konnte mit ihm kommunizieren über seine Augen, aber man hat so gesehen, dass er ein sehr waches Bewusstsein hat, also alleine an den Videos, die ihm seine Mama immer einschalten muss im YouTube, wo es um Feuerwehrleute und Rettung und Simulation geht und manchmal auch um Dinge, wo ich mir dann denke, wie kann so ein 15-Jähriger solche Dinge verstehen, ja? Naja, und als ich dann zu ihm kam, haben sie halt dann diese Dinge von mir, die ich jetzt in den letzten 25 Jahren entwickelt habe, auch erlebt, dass ich also Heilraum, das Haus zu einem Kraftplatz gemacht habe, dass ich also ein gutes Wasser eingeführt habe. Ich habe also in den letzten 25 Jahren eigentlich über 30 Erfindungen, Gefindungen, also Gefindung ist, wenn du was benennst, was schon da ist, aber noch nie wirklich so benannt wurde, und Erkenntnisse gemacht. Mein erstes Buch ist also, ich habe also das erste Buch geschrieben, in drei Teile, Mensch in Veränderung,
wo ich also mit den Indigo-Kristallkindern begonnen habe. Und, ich halte es mal kurz in die Kamera, ja, damit es der Mensch, das Mensch, Mensch in Veränderung, Teil 1. Teil 1, das heißt, ja. Noch ja, sind die zweite, dritte sind auch schon in der Mache. Ja. Was uns die neuen Kinder lehren oder wie uns die neuen Kinder lehren mit 2E. Ja. Also wo ich also so die Erfahrung der letzten 25 Jahre zusammen schreibe und Simon ist also ganz klar so ein Kristallkind, ja, und ich wusste schon, der Himmel hat mich jetzt hierher geschickt, damit ich endlich mal bei diesen ganzen Sachen, die ich jahrelang entwickelt habe, vielleicht endlich mal Leute finde, die es verstehen wollen, ja, und auch eben zu Hause. Und er hat dann aber irgendwann mal zugehört und hat gesagt, er möchte jetzt massiert werden, ja, das hat er irgendwie ausgedrückt, ja. Naja, und wenn du dir bewusst bist, dass also das Kind sich im Laufe seines Lebens 7, sprich 14 Schocks, Einschläge im Kopf geschaffen hat, ja, und die sich jetzt auflösen, ja, also beim, wenn du einen Schock hast, so wie das bei Dr. Hamer beschrieben ist, dann versucht der Körper mit einem Sonderprogramm das in gewisser Weise auszugleichen. Und was wir dann als Krankheit, was wir dann als Krebs benennen. Oder so weiter benennen. Aber das kommt halt ja nicht so viel vor, in letzter Zeit natürlich immer mehr. Aber was wir alle haben, ja, sind Doppelschocks oder Dreifachschocks oder Vierfachschocks. Wir haben alle was erlebt im Leben. Und letztendlich, je reifer ein Mensch ist, desto mehr hat er den Kopf hingehalten, ja, und hat also was abgekriegt. Ja. Deshalb sage ich auch immer, der im Grunde genommen müde, frustriert, genervt, traurig ist für mich der reife Mensch, ja, nicht der da drüber steht und von allem frei ist und so weiter. Naja, und die hat also mehrere und jeder hat solche Schocks, aber es gibt dann eben sehr harte Schocks, sehr fest, wirklich vehemente Schocks, Geburtstrauma und so weiter. Naja, und mit der Hilfe von Simon, der sich da vollständig einlässt, ja, habe ich jetzt also diese Methode, die ich damals mit der Nur intuitiv begonnen habe, zu einem vollständigen Konzept entwickelt und das nenne ich jetzt Key Pulsing. Kannst du das nochmal? Key Pulsing. Key Pulsing. Key Pulsing. Ah, Key Pulsing. Pulsing, also ja. Key, die Lebenskraft. Ja, genau. Pulsing, Metamorphosis, also Key Pulsing. Und ja, letztendlich kann ich damit jedem Menschen helfen, zu verstehen, zu erkennen, zu begreifen, was seine Behinderung ist, ja, und wenn er den Wunsch hat, sie aufzulösen. Jede Art von Behinderung, also jede Art von Unheilbarkeit. Ja. Parkinson habe ich eine Klientin jetzt. Ja, und der Simon hat uns das dann aufgezeigt. Nach 3 Monaten war es ein Graben, weil er, wie gesagt, 15 Jahre kann ich nicht schnippen und dann ist das vorbei. Aber es war ein Graben und nach 3 Monaten hat er ihre Schmerzen gekriegt, ja, bis wir gemerkt haben, der lässt die Spannung los, ja. Und wenn du einen Muskel 15 Jahre festhältst und dann loslässt, hast du Muskelkater, ja. Oder dann, ich habe damals also als Bautischler gearbeitet, um mal wieder in meine Kraft zu kommen, dann ruft die Martina an und sagt, der Simon hat also einen Pfirsig große Geschwulst am Damm. Und ich dachte mir auch, schrecklich, was ist passiert, ja. Bis wir draufgekommen sind, dass er sich also bewegt. Ja? Und ich sage immer zu Simon, du bist ein Spastiker, bitte gib eine Ruhe. Ja? Und jetzt ist das, also er ist in einer Übergangsphase, also permanent bewegt er sich die Arme. Ich habe ihn gestern Abend in Skype gesehen. Und fängt dann zu reden. Ja? Und natürlich ist es dann so, früher hast du ihn ins Bett gelegt und am nächsten Morgen hast du ihn so wieder rausgeholt, nur jetzt bewegt er sich in der Nacht und dann muss die Mama halt 5, 6 Mal ins Zimmer, wir schlafen Zimmer an Zimmer, muss ihn wieder richten. Ja, ist halt ein bisschen anstrengend für uns, aber wenn du dann also Guten Morgen hörst, ja, oder Danke, oder trinken, ich will was trinken, ja, oder und vorher war nur ganz guttural irgendwas, ja, dann weißt du also, das ist jetzt ein Wunder, was da passiert, ja. Kann ich mal deine Vorstellung ein Stück zusammenfassen? Du hast dir quasi immer wieder Herausforderungen gesucht, die dich
dahin gebracht haben, Dinge zu entdecken, Zusammenhänge zu entdecken, die sozusagen jetzt zu einer Art ja, Heilsystem geführt haben. Aber du hast ja auch dich in altes Wissen eingeklinkt. Sehr altes Wissen. Ja, das ist eben das, was ich manchmal so im Nachhinein verstehen musste, dass man mich eingeklinkt hat. Ja, dass man mich sozusagen, mir hat man also eine tolle Jugend verschafft, man hat mir eine wunderbare Grundlage geschaffen. Ja, wie ich fühle mich sozusagen wie ein Prinz, wie aufgewachsen. Ich habe mir wirklich tolle Eltern auch in der Weise geschaffen, dass sie auch mich immer unterstützt haben, ja, auch gesehen haben, was ich alles geschaffen habe, ja, und auch wenn es mir dann mal wieder schlecht ging, waren sie da, ja. Aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass der Himmel mich benutzt hat, ja, dass es also wirklich sowas wie eine Führung gibt, ja, dass also bestimmte Menschen geschickt werden, ja, um bis bestimmtes Wissen wieder wachzurufen. Ja, und Plato hat ja mal gesagt, wir haben zwei Arten der Wissensgewinnung. Ja, das eine ist sozusagen, wie die beiden Gehirnhälften, Wissenschaftlerei. Die Österreicher machen daraus gleich eine Wissenschaftler, ist ein was Negatives, Schafteln. Ja, das ist der induktive Weg, wo du also sozusagen Trial and Error Stufen, erkennst was, der nächste Schritt und kommst dann zur höheren Sache. Aber es gibt auch den anderen Weg, den deduktiven Weg, ja, wo also ein Wissen einfach da ist, ja, und du es und du dann irgendwo mal zu den kleineren Dingen kommst, ja. Und ich hatte auch eben, und das ist mir erst Jahre später gezeigt worden, ein Erlebnis, ich sieht man fast nicht mehr, aber ich habe eine Halsfisteloperation mit 3 Jahren gehabt, wo damals, also die Ärzte haben gemeint, bei der Geburt gehen Kiemen weg, bei mir nicht, die sind hängen geblieben, ein Loch war drin. Und das hat sich dann geöffnet und da kam also im permanent Speichel raus und so. Meine Eltern haben mich dann also zu einer Klinik, glaube ich, nach Essen gebracht. Und da war dann also wirklich ein Professor Koch, oder glaube ich, wie der heißt, der hat das dann wirklich präzise mit 134 Nähten wieder zusammen, also von einem Ohr zum anderen neu aufgeschnitten und dann wieder zugenäht. Ja. Und ja, und es war dann so, nach dem Tod meiner letzten Frau habe ich ja so letztendlich auch wie das so üblich war, als Mann mich durch Arbeiten verdrängt, ja, bis dann eine Freundin gesagt hat, jetzt trauer mal, ja. Und damals habe ich bei ihr in der Nähe wohnen können, also in Nachbarwohnung. Und sie hat mich angeschaut und hat zu mir gesagt, du bist schizophren. Und ja, da die also schon sehr viel Erfahrung damit hatte, beruflich und persönlich, ja, war dieser Spruch, mein Ego war natürlich, hat natürlich gleich geschrien, aber ich habe mir das angehört, ja, und dann hat sie gesagt, so, das zeige ich dir jetzt, ja, und er hat mich zu einem Schaman gebracht, ja, ein Lehrer von ihr aus Sarax. Und der hat mit mir so ein Ritual gemacht und hat mir dann aufgezeigt, dass ich mit 3 Jahren bei dieser Halsfisteloperation in der Nacht aufgewacht bin, nicht schreien konnte, weil das war alles operiert. Und da muss meine Seele irgendwie auseinandergerissen worden sein. Ja? Und ein Teil war vielleicht immer in der Vergangenheit, Reinkarnationstherapeut, wusste alle meine Leben bis das letzte nicht, aber bis ins erste Jahrhundert und habe ein Buch für die Zukunft geschrieben, das natürlich, wie ich es angefangen habe zu schreiben oder ersten Jahre kein Mensch verstanden konnte. Ich war also nie im Hier und Jetzt. Ja? Und er hat mir eigentlich dann klar gemacht, dass durch diese Seelenzerriss im Grunde genommen auch ein Schocksituation war, die sich jetzt, sagen wir mal, nicht so sehr äußerlich gezeigt hat, aber mein Thema für Schizophrenie in irgendeiner Weise schon geprägt hat. Ja? Also Schizophren heißt geteilter, also Schizophren, geteilter Geist. Ja, genau. Und das war dann auch, dass
dieser geteilte Geist, ich bin in der Nähe von, also Ruhrgebiet, von Amsterdam aufgewachsen. Natürlich, 70er Jahre war der Besuch Amsterdam prägend und wichtig, wurde von diesen Dingen dann natürlich damals unterstützt. Und dann war bei mir plötzlich so hellhörige Fähigkeiten. Ja. Die haben sich also dann etabliert. Und aus dem heraus bin ich ja auch dann Energetiker geworden. Und aber diese Stimmen in mir, die jetzt nicht für mich belastend waren, waren Quellen, ja, wo ich also in Träume oder in Entspannungszustände, ich habe 25 Meditationstechniken zum Beispiel gelernt, war es immer so, dass ich dann das genutzt habe, auch in die andere Welt zu gehen, wenn in den Büchern, die ich hatte, nicht die Antwort war. Ja. Und da kam also oft auch Informationen, ja, die mir gesagt wurden. Von wem? Tja, das wusste ich damals noch nicht, ja. Und zwar das Thema ja unseres Gesprächs mit der Evolution, der nächste Schritt in der Evolution der Menschheit, zukunftsgerichtet und Heilung. Das hat ja mal ein Bahai, Gründer der Bahai-Religion, musste mir gerade daran erinnern, die Menschheit ist wie ein Vogel mit einer weiblichen und einer männlichen Schwinge. Erst wenn beide gleich stark sind, kann sich der Vogel Menschheit erheben. Ist in diese Richtung, also auch was die inneren Stimmen angeht, wurdest du da sozusagen auch in diese Richtung geleitet? Ja, es war so, dass letztendlich, wie ich diese Dinge, dieses Konzept fertig hatte, war mir plötzlich klar, dass das schon vor 700 Jahren vorgedacht wurde. Ja? Dass im Grunde genommen eine ganz bestimmte Bewusstseinsbewegung hier in Europa schon existiert hat, ja? Die für die Jetztzeit, also für jetzt 2015, 16, 17, ja, vorausgesagt hat, dass die Menschheit bereit wäre für den nächsten Schritt der Evolution. Ja, und das, was ich, sagen wir mal, über Jahre entwickelt habe, eigentlich Techniken waren, die schon wussten. Ja, nur hat man mich sozusagen hineingeworfen, ein Tischler aus Zwingendorf, ja, der dann, als die Sachen fertig waren, erkannt hat, dass da schon seit Jahrzehnten Einflüsterungen waren. Ja, ich habe zum Beispiel schon als Kind immer wieder von einer Frau geträumt oder bei meinen schamanischen Ausbildungen tauchte immer eine Frau auf. Ja, die war wohl, hatte immer so ein Kapperl aus, dass ich nicht sehen konnte, wer sie wirklich war. Und ja, und mit der Zeit wusste ich, aha, ich werde geleitet. Ja, das ist also nicht jetzt von mir. Ja, ich bin nicht der Erfinder. Ich bin derjenige, der das in mir verdichtet hat, ja, weil ich diese Freiheit dafür hatte, weil mir diesen Geist, aber auch diese geteilten Geist, wo ich in die eine Welt und die andere Welt schauen konnte, ja. Und was du jetzt über Bahai sagst, letztendlich, wenn du alle Philosophien der Welt, alle Meister, alle ja, selbst Außerirdische fragst, warum sie auf die Erde kommen, ja, dann kann man so sagen, dass die Erde der Ort ist, ja, wo jetzt auch alle hinschauen, die da draußen auf uns schauen oder in uns schauen oder von unten schauen, ja, eins lernen dürfen, nämlich die Liebe. Ja, und Liebe ist jetzt nicht nur, ich liebe Gott und ich liebe die Welt, ja, sondern Liebe ist erstmal was ganz Körperliches. Ja. Und so wie Jesus, der also auch schon ein bisschen mehr wusste als die anderen, dann sozusagen verdrängt worden ist, ist auch Plato verdrängt worden. Ja. Und ich werde das gleich nochmal klären, warum. Das heißt, letztendlich geht es bei allen großen Meistern darum, dass das Männliche und das Weibliche endlich auf gleicher Ebene sich vereinigen. Ja. Und auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Und was eben, wenn man sich jetzt mal so ganz grob die Geschichte der Propheten anschaut, ja, gehen wir mal von Noah aus, weil beim Adam weiß ich ja so nicht genau, ob der nur eine mythische Figur hat, aber ich glaube, den Noah können wir schon als real sehen. Da war mal die Definition, aha, wir brauchen zwei dafür, ja, damit was Drittes entsteht. Ja, okay, die Arche war Symbol dafür. Ja.
Bei Abraham war es dann so, dass der Weiblichkeit die Kraft der Intuition vermittelt werden sollte über ihre eigene Erfahrung. Er hat sie einfach, Sarah, in der Wüste gelassen, ja, mit ihrem Kind, hat gesagt, ich muss nur mal schnell irgendwas anderes tun. Schau, dass du hier jetzt überlebst, hat ihm genug Wasser gegeben, aber als das Wasser aufgebraucht war, musste sie also über die 7 Hügel suchen gehen, ihr Kind im Zelt, ja, bis sie dann gemerkt hat, das Wasser ist unter dem Kind. Ja, also es ging um die Kraft des Weiblichen oder des Schutz des Weiblichen. Ja, Jesu kam dann und man muss sich vorstellen, wenn eine Frau um null jetzt hier geboren wurde, hat die das 30er Jahr meist nicht überlebt, wenn sie nicht gescheit war, wie man so schön sagt, und nach Rom gegangen ist, gepilgert ist, um sich also in der Nähe dann von einem Sklavenhändler einfangen zu lassen, um dort auf dem Marktplatz in Rom einem reichen Patrizier verkauft zu werden, als Sklavin. Ja. Der hat sie dann eben, das war also dann nicht, würde ich jetzt nicht Liebe nennen, geschwängert. Ja. Und das Kind hatte römisches Recht und dadurch hatte sie römisches Recht. Ja. Und wenn sie weiter ihm genügsam war, hat sie dann irgendwo mal eine Provinz hier in der Nähe von Leipzig, die er mal erobert hat, bekommen und durfte dort dann im römischen Schutzrecht sozusagen überleben. Ja. Und dann kam Jesus und sagt, ja, wir müssen das Weibliche schützen, wir müssen die Liebe schützen, ja, wir müssen endlich die Frau beschützen, dass sie nicht missbraucht wird, ja. Dann kam Mohammed und der hat den Satz gesagt, alle sind gleich, dafür haben sie ihn ja, glaube ich, 10-mal umbringen wollen, ja. Aber der hat auch eben gesehen, keine Männer zu für Frauen, wir müssen die Frauen schützen, dass das Harem entwickelt, ja. Mhm. Das, wo vollkommen falsche Vorstellungen darüber sind, aber es war ein Schutzraum, ja. Ja, und dann kam eben Bab und dann auch Baha'u'llah und die haben dann gesagt, Mann und Frau sind gleich, ja. Und gleichwertig? Gleichwertig. Gleich stark, aber ungleichartig. Ungleichartig, ja, aber es war noch nicht wirklich, es war der Gedanke, dass es doch was der Friede mit dem zu tun hat, dass die Flügel halt gleich stark sein müssen. Mhm, ja. So, und jetzt ist die Zeit, wo im Grunde genommen der nächste Schritt der Evolution ist, und das ist mir dann also auch mit der Tradition der Templer klar geworden, die ich ja so gleich erklären möchte, dass jetzt die Stufe ist, wo Mann und Frau sich auf gleicher Ebene begegnen, ja, und diese Begegnung ein Heilprozess ist. Ja? Ein gemeinsamer Heilprozess, wo Liebe ein Heilprozess, also die körperliche Liebe, die Befreiung der körperlichen Liebe, die Befreiung, eigentlich die Befreiung von allem ist, was wir an Traurigkeit, Ängsten, Schocks und so weiter erlebt haben. Ja? Mhm. Und da hat man mich also auch wieder gewisserweise auf einen Weg gebracht. Ich habe also beim Osho Tantra Lehrer Ausbildung gemacht und ja, das war, ich kam damit so mit diesen ganzen indischen Sachen nicht zurecht. Das Einzige, was mich also wirklich dabei interessiert hat, halt meine männliche Sexualität besser zu verstehen, trockene Orgasmen, das habe ich also dann also in Kursen für Männer gemacht, PC-Muskelaktivierung und solche Sachen über die Jahre. Aber als ich dann eben meine erste Familie verloren habe, war ich 40 und impotent und dachte mir, bist du deppert, ist das jetzt der normale Weg? Ja, gut, Viagra war ja auch schon Thema, aber es kam nicht in die Tüte. Dachte mir, was bedeutet das jetzt? Ja, gut, es hat vielleicht auch was mit meiner Vergangenheit zu tun, aber auch Vorvergangenheit zu tun. Aber das Thema war erstmal sehr extrem für mich. Ja. Ich, der solche Dinge gelehrt hat und mich auskannte, hatte das erlebt. Und dann habe ich aber bei den Eltern, Freunden, die Eltern waren, die also auch Kinder hatten, die sie einfach frei aufwachsen haben lassen, überall beobachtet, dass die alle, also ich kann nicht die Aura sehen, aber ich kann um den Mund oder kann bestimmte Flecken im Gesicht sehen, die so, ich nenne das Lebenswunde, die so ein Energieloch im Körper entsprechend, Signatur vom Körper entsprechend dargestellt haben. Und habe dann bei mir und auch bei den Freunden beobachtet, dass um den Mund herum so ein
dunkles Feld war. Mhm. Ja? Und, Auch im Spiegel? Ja, ja, auch im Spiegel, also, auch bei mir. Nein, auch bei mir. Okay. Ja? Mhm. Also Problematik, da funktioniert was nicht. Ich den schwarzen Fleck auch bei mir, bei den anderen. Und dann habe ich natürlich nach dem zweiten Achtel oder den zweiten Joint bei den Männern dann gehört, ja, haben sie auch Probleme, die diesen Fleck hatten, ja. Mhm. Und die Frauen haben sich dann auch offenbart und haben gesagt, keine Lust mehr, tut alles weh, will ich nicht mehr, mhm. ja. Und da habe ich mir gedacht, okay, Signatur, das muss was im Genitalbereich sein, ja. Gut, und dann, das sind eben da dann die Stimmen, das sind dann mhm. so die Sachen. Ich habe dann ein Ziel, ich will das kapieren, ja. Und dann, gut, den Alltag habe ich natürlich bewältigen müssen, aber das, dann war ich der Forscher, ja. Das, mhm. was mein Vater mir sozusagen aufgetragen hat. Ja, und dann habe ich mich erinnert, ich durfte ja schon mit 12 und 13 die Bibel lesen, auch Alte Testament, wo ich also dann damals dem Religionslehrer offenbart hat, dass ich jetzt also eine Rede halten werde, zu beweisen, dass die Bibel ein Pornobuch ist, als ich dann die Geschichte Jakobs, Rachel und Lea vorgetragen mhm. habe. Als ich dann beim nächsten Mal mit Hans Küng die Unfehlbarkeit des Papstes kam, hat der Religionslehrer dann doch den Vater in die Schule zitiert und hat sich aufgeregt. Und der Vater hat gesagt, was wollen Sie? Ich bin froh, dass der nicht saufen geht und solche Sachen liest. Ja? Mhm. Und ich durfte dann eben auch die Bibel lesen, vollständig. Und da war im Lukas-Evangelium eine Zeile, in seiner Gefolgschaft war eine Frau aus Magdala, aus der er 7 Dämonen nahm. Mhm. Maria aus Magdala. Ja, ja, das war aber als 13-Jähriger habe ich das irgendwie nur so aufgenommen. Aber dann in meinem Studium wusste ich natürlich schon, okay, da waren ja schon nicht nur Dan Brown, das kam später, aber schon vorher die in den Büchern bekannt, Jesus war verheiratet und so weiter, Magdalena, Kinder und als Rabbi musste es verheiratet sein und so. Und ich habe aber dann verstanden, aha, 7 Dämonen, aha, das muss Genitalbereich, 7 Dämonen. Und dann war die Stimme, die sagte, es gibt 7 Punkte im Genitalbereich, wo sich alle Verletzungen der Liebe sammeln. Und du hast dann dieses Monochord entworfen daraufhin, um das zu diagnostizieren? Ja, pass auf, noch nicht. Ich muss noch 2 Gedanken okay. weiterführen. Du hast ja das, ich bin ja gestern mit dem Koffer gekommen, das habe ich ja gesagt. Aber ich bin natürlich gespannt. Das ja, pass auf, ja, das erleben. Machen wir eben. Und, aber es sind noch 2 Gedanken wichtig. Und damals im Studium habe ich also auch ein Schiller-Seminar in Germanistik gemacht über Turandot. Der hatte das Libretto geschrieben und da habe ich also Nisamé kennengelernt. Das war der ursprüngliche Text, aus dem das Turandot entwickelt wurde. Und Nisamé ist so ein persischer Dichter im 12. Jahrhundert, auch Anfangzeit der Templer. Und der hat also mehrere Bücher geschrieben, Majnun und Layla und aber auch die 7 Geschichten der 7 Prinzessinnen per Hechter. Und dort werden also 7 Geschichten beschrieben, ja, wo es immer darum geht, dass Liebe nicht funktioniert oder Liebe nicht zustande kommt oder ganz fatale Situationen sind. Ja. Und bis heute weiß man nicht, selbst Gelbke, der das Buch übersetzt hat und im Vorwort geschrieben hat, was der Nisamé da gedacht hat. Ja. So, und dann habe ich eben angefangen zu verstehen, aha, wir haben also 7 Punkte im Genitalbereich, die Verletzungen tragen, die diesen dunklen Energiefeld im Mund tragen und die im Grunde auch Ausdruck dessen sind, dass da nichts mehr ging. Ja? Mhm. Und als ich aber dann anfing, ich habe dann also mit einigen Leuten, denen ich das vertrauen konnte, das ausprobiert, ja, und diese Punkte, die ich jetzt stofflich als Kinesiologe sozusagen finden konnte, ja, berührt habe, tauchten archetypisch immer die gleichen Verletzungsthemen hoch, die ich bei Nisamé als Beschreibung gefunden habe.
Bin die Prinzessin. Ja, richtig. Also die sieben Prinzessinnen, das sind also ein König, der geht von jeden Tag, einem Signaturtag entsprechend, Mond zur Mondprinzessin, Marsprinzessin und so weiter. Und die erzählt eine Geschichte. Ja? Und als ich diese Punkte dann, diese Bezeichnung auf die Punkte übertragen konnte, ich konnte ja immer fragen, auch mit meinen hellhörigen Fähigkeiten, welcher Punkt entspricht dem. Ja? Und sobald ich den Punkt dann also berührt habe oder mir bei Frauen oder auch bei mir, kam archetypisch die Themen hoch, die diese Geschichten beschrieben. Ja, und dachte mir, oh, jetzt bin ich aber an was Großem dran. Und dann hast du das Monokord. Genau. Und dann habe ich mich ja mit diesen sieben Punkten, wo kommen die her, sieben Punkte? Und dann habe ich gewusst, aha, wir kennen ja die Lehre der Chakren. Ja, und da habe ich mich dann reingekniet, die Geschichte Leadbeaters, der also von der Theosophischen Gesellschaft in den 20er Jahren nach Indien geschickt worden ist, um diese Chakrenlehre aufzuschreiben. Und der war aber, ist also in Indien mit dem Tantra-Tradition und den indischen Traditionen zusammengekommen und hat dort gesehen, dass es eine Tradition von Heilung und Sexualität gibt. Ja? Nur wusste er, seine Zuhörer sind Christen und die haben keine Tradition. Ja? Und auch gefährlich, wenn man denen sagt, also da die Chakren haben ja eigentlich vielleicht auch ihren Ursprung im Genitalbereich. Ja? Und da ist mir dann klar geworden, wir müssen das wie eine Trompete sehen. Das Mundstück ist sozusagen der Punkt. Ja? Und das, was wir Chakren nennen, ist das Horn. Ja? Und wenn sozusagen jetzt der Punkt im Genitalbereich verletzt ist, dann ist auch ein entsprechendes Feld des Körpers blockiert. Was Wilhelm Reich die Verpanzung nennt, was Freud die Neurosen nennt, die dann auch Lowen erkannt hat als körperliche Biodynamik und so weiter, versucht hat, vom Außen zu lösen. Ja? Nur wenn dann dieser Punkt befreit wird, dann hast der Mensch sieben Ebenen der Orgasmen. Das heißt, wir haben sieben Orgasmen, vollkommen verschiedene Orgasmen. Die sieben Himmel. Ja, das ist letztendlich aber auch das, was in der Literaturgeschichte, in der Kunstgeschichte immer die sieben Länder, die sieben Kerzen, die sieben Leuchten sind, die der Teufel immer bekämpft hat. Ja? Das heißt, in unserer Mitte warten sieben Ekstasen der Liebe, was dann also dazu führt, das sage ich jetzt also auch als Sexualtherapeut, was dazu führt, dass der Mann aufhört und die Frau beginnt zu ejakulieren. Ja, ein Thema, das wenn man sich jetzt... Noch Forschungsarbeit. Ja, aber braucht. Da gibt es Bereiche in der Pornoindustrie, wo das also schon gang und gäbe gibt. Also seitdem die Kristallmädchen und Indigo-Mädchen uns aufzeigen, dass das alles gibt. Ja, früher war das vollkommen unbekannt. Ja, und noch bezogen auf die Jesus-Geschichte, der ja auch der Magdalena die sieben Dämonen nimmt. Ja? Also das war so eine Aufgabe, die er also nach der Prüfung da beim Tao Teb in Ägypten machen musste. Und dafür hat sie ihn auch dahin geschickt und gesagt, wenn du wiederkommst, wirst du mich von den Dämonen befreien. Sie war ja eine Isis-Priesterin, eher ein Horus-Priester, nach innen gerichtet, aber die Umgebung wusste davon nichts. Aber sie hat dann eben ein bestimmtes Ritual gemacht, was ja auch im Johannesevangelium bekannt ist. Sie schüttet ihnen ein Öl über die Beine, und das raucht nach Nade, also ein teures Aphrodisiakum im Grunde genommen, er hat sie davon befreit und sie musste sozusagen jetzt zeigen, dass er sie befreit hat, und hat eben nicht ein Öl geschüttet, sondern sozusagen als Ausdruck ihrer Befreiung, war das ihr Befreiungssaft und hat das über seine Beine geschüttet und sie hat es mit ihren Haaren getrocknet. Ja, das war sozusagen ein geheimes Ritual. Und was heißt das auf Griechisch? Ich kann zwar einigermaßen Griechisch, Christus. Richtig. Ja. Das ist Christus. Ja. Das heißt, die haben uns
wie sie nicht die Wahrheit erzählt. Ja? Ich habe das mal auf einem Zugfahrt einem Priester erzählt, ja? Der ist aufgestanden, kommen Sie bitte mit, und wollte mir wirklich an die Wäsche. Und dann sagt, dürfen Sie nicht sagen, das ist verboten, das ist richtig, aber Sie dürfen das nicht sagen. Ja? Okay. Also Christus, der Gesalbte, hat eben was mit dieser Befreiung, dieser Ekstase zu tun. Ja? So, wir haben aber jetzt hier in unserer Kultur eben keine Tradition, also habe, wie du das jetzt auch schon gerade angedeutet hast, mir gesagt, ich muss das den Menschen irgendwie mitteilen. Ja? Und als man mir also einen Meisterbrief geschenkt hat, weil ich eine alte Tischler-Tradition wieder aufgegriffen habe, habe ich also dieses Monochord, was ich diese ja. Kiste, diese ja. Kiste da, mitgebracht. Sehr und was ich da in der Kiste mitgebracht habe. Und das ist etwas, womit man jetzt also diese Verletzung der sieben Punkte aufzeigen kann. Lass uns das doch einfach machen und dann weitersprechen. Okay. Ja, du hast es ja mitgebracht. Ja, ich wir machen eine kurze Unterbrechung. Ja, gerne. Und ja, dann bauen sprechen wir das einfach gleich weiter. Bauen ja? wir kurz auf, ja? machen die Unterbrechung und ich bin natürlich gespannt, wie im Flitzebogen. Gerne, okay. Also, ich habe dir jetzt das Leitmonochord aufgelegt und die Idee ist folgendes. Und zwar, ich habe mit diesem Instrument, das ich also aus einem alten, traditionellen europäischen Instrument, Pythagoras hat das Monochord sozusagen auch entwickelt und war Begründer der europäischen Klangheilkunst. Ich habe das also in unsere Zeit adaptiert, habe jetzt ein Leibmonochord geschaffen, das heißt etwas, was also nicht zu lang ist. Normalerweise sind die 120 bis 140 cm lang, das ist ungefähr 90 cm lang, sodass ich es auf jeden Leib, ob ein Kind oder ein Erwachsener, auflegen kann. Gut, und es heißt deshalb Leibmonochord, weil ich jetzt sozusagen den Leib in Schwingung versetze. Und die Idee ist, und das ist eben das Faszinierende, was ich entdeckt habe, dass ich jetzt mit diesem Leibmonochord durch ein Glassteg verschiedenste Töne einstimmen kann. Ja? Und für diese Arbeit jetzt, wo wir also die Verletzung der sieben Punkte überprüfen wollen, wie ich ja schon gesagt habe, erst wenn der Mensch bekennt, dass er verletzt ist, ja, dann kann er auch eine Heilung erwarten. So ist dieses Instrument einmal ein Therapieinstrument, aber auch ein Diagnoseinstrument. Eingestimmt ist das also auf den Jupiterton. Der Jupiterton ist im Grunde genommen ein Punkt, jetzt der fünfte Punkt in der Sinner-Punktreihe, der meist bei den Europäern nicht verletzt ist. Ja, wir sind die Deutschen, das Volk der Dichter und Denker, aber auch der Genießer der schönen Künste, der Kultur, ja, und die Auffassung, die Kultur zu genießen, steckt uns Deutschsprachigen in den Genen. Bei arabischen Menschen ist das manchmal nicht der Fall, ja. Also da ist also schon auch durch die Irritation der Kulturwandel auch die eine Verletzung im Kulturbereich da. Und ich spiele jetzt mal den Ton an und der ist auch okay, also kommt nicht so. Das heißt, wir haben hier 28 Saiten, die sind also auf einen Ton gestimmt, deshalb heißt es Monochord. Aber dieses ist also nicht mehr nur ein Monochord, weil ich durch die Verschiebung des Steges natürlich andere Töne machen kann. Ja? Aber Monochord, der Gedanke ist auch, dass wir einen Ton durch 28 Saiten sozusagen in Schwingung versetzen. Wobei eben die besondere Bauweise, das ist also wie eine Geige gebaut, das hat also auch eine Stimme, eine Verbindung der Decken, ist auch wieder nach dem goldenen Schnitt gebaut. Ja, da ich also als Therapeut natürlich auch durch die Musik, wie sagt man, restimuliert werde, habe ich das nach meiner Fußlänge als Grundmaß gebaut, damit ich also nicht zu sehr in Eigentherapie falle. Und ich habe also Signaturenholzhölzer genommen, die also für die Therapie gut sind, also Nussholz und Zwetschgenholz, ja, skorpionische Hölzer. Gut, das sagen wir mal ist jetzt der Grundton, der angenehm ist. Ja. Jetzt verschiebe ich das mal. So, und jetzt bitte ich dich, dass du mir einen Moment
musste da so ein zweites Rohr einsetzen, sonst sind die unteren Saiten mitschwingend. Jetzt bitte ich dich, dass du den nächsten Ton erspürst. Ja? Und zwar eine Skala von 0 bis 10. 0 ist also unangenehm, schmerzerzeugend, fremd, ja, irgendwo im Körper was bewirkend, was also nicht so angenehm ist. Und 10 ist super. Ja? Und du lässt das jetzt mal zu und sagst mir dann, was für eine Zahl du verglichen jetzt auch zu dem ersten, der angenehm war, wie der Ton jetzt kommt bei dir. Was würdest du sagen? Okay. Nicht unangenehm. So eine 5? Okay. Ja, okay. Gut. Dann der nächste Ton. Wie ist der? Also auch, ja, weder jetzt besonders positiv. Okay. Auch nicht. Ah, okay. Also sagen wir mal eine 5 auch. Ja, keine. Kein 10, okay. So, der nächste Ton. Lang genug ist gewesen. Ja, aber es sollte einfach so intuitiv der erste Eindruck sein. Ja. Nicht den Kopf einsetzen, einfach dem Gefühl folgen. Wie ist der Ton? Der ist sehr angenehm. Der ist sehr angenehm. Eine 8? Ja, genau, aber die 8. Ja, sehr gut. Eine 8. So, dann der nächste. So. So, immer wieder ganz spontan, weil ich will jetzt keine Therapie mit dir machen, das könnte man jetzt, ja. So lange spielen, bis Gefühle auftauchen und ausgesprochen werden. So, wie kommt der? Gar nicht so richtig. Sehr fremd. Okay. Also ich würde sagen, also ist es nicht unangenehm in dem Sinne von Schmerz, aber eher so 3 bis 4. Okay. Schwingt nichts mit. Schwingt nichts mit, okay. Gut gesagt, ja. So. So, und der Ton jetzt. Schwingt schon wesentlich mehr mit. Okay. Ich habe schon so eher nur so 6 bis 7. Okay. So, bis bald befreit. Wir haben fast alle durch. Okay, wir machen gleich auch noch einen Solfeggio-Ton, weil, wie gesagt, dieses Instrument ist einer der ersten akustischen Instrumente, auf dem wir die Solfeggio-Töne spielen können. Die Solfeggio-Töne sind eigentlich die Ursprünge der Töne in unserer westlichen Kultur. Damals vom Gregor, der also die gregorianischen Gesänge gemacht hat und Erfolg hatte damit, hatte aber das Problem, dass er kein Notensystem hatte. Ja? Und hat dann also einen Musikwissenschaftler
in Florenz gebeten, dass er Grundtöne schafft, ja, eine Tonleiter. Und der hat ein Monochord genommen, in 9 Teile eingeteilt und hat sie nach einem Johanneskantus benannt, eine Anfangsbuchstabe Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Und daraus sind dann eben die Töne, die Urtöne entstanden und die Ausbildung beim Gregor dauerte nicht mehr 12 Jahre durch Nachsingen, sondern nur noch ein Jahr. Ja? Nur waren die wollüstig, die Töne. Und die wurden also schnell wieder aus dem Verkehr gezogen. Und als dann Bach mit dem wohltemperierten Klavier kam, hat er das also ein bisschen verschoben, damit es auch mathematisch wurde. Nur sind diese Töne wiederentdeckt worden von Leuten in Amerika und wurden dann auch plötzlich als Heiltöne entdeckt, die Gehirnhälften ausgleichen. Nur bis jetzt konnte man sie nur im Computer spielen, aber ich habe sie auf das Monochord übertragen. Aber jetzt, da sind wir gleich, jetzt nochmal, die sind auch sehr entspannend und ausgleichend. Jetzt nochmal ein Ton. Okay. Sehr gut. So, und zum Abschluss, das ist jetzt kein direkter Planetenton, aber für mich auch ein wichtiger Ton der Diagnose. Der schwingt gut mit. Ja, da fühle ich sozusagen volle Resonanz. Okay. 8-9. 8-9. Alles klar. So, und jetzt noch zum Abschluss eben ein Ton, womit man also hyperaktive Kinder sofort beruhigen kann. Also du mein hyperaktives Kind? Nein, bist keins, aber... Das ist der Sollton. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Also das Ut wurde dann zum Do übersetzt. Ja? Sol ist die Sonne. Nein, das ist jetzt mehr der Anfang eines Kantus auf Latein. Und das sind die ersten Buchstaben immer gewesen. Also das ist eben der bekannte Sollton, der dem G ähnlich ist. Ja? Und sehr beruhigend ist. Gut, ich habe jetzt eben eine Liste mitgeschrieben, wo jetzt eben deine Wertung der Töne gewertet wurde, wo also dann gesehen wird, so spüre ich diese Töne, so empfinde ich sie. Und erstmal allgemein, dadurch nicht jeden Ton vollständig 100% genießen kannst, ist das Ausdruck, dass die Punkte bei dir im Genitalbereich verletzt sind. Ja? Und diese Verletzung sind eben jetzt die Grundlage in der Leutonomie, wo also dann entweder über dieses Instrument in der Paararbeit, ja, oder dann auch Mann und an Frau und Frau und Mann diese Punkte berühren und die Spannung, die dort drin sind, befreien. Ja, und das brauche ich aber sozusagen, weil wir haben in Europa keine Tradition von Sexualität und Heilung. Ja? Und damit die Menschen also nicht gleich mit etwas konfrontiert werden, was ihnen also nicht in ihrem Bewusstsein ist, habe ich dieses Instrument geschaffen, um damit einen langsamen Weg an dieser Heilung heranzugehen. Okay. So, und wie war's? Ja, es war schon spannend. Also die Unterschiedlichkeit der Töne so zu spüren im Körper, ja. Von, ja, also richtig unangenehm war es ja nicht, aber fremd zwischendurch, ja, so ja. Zwei Töne. Es ist so, ich habe also mit dieser Diagnose, ja, deine Bereitschaft, ja, zuzugeben, dass du verletzt bist. Mhm. Ja? Und wenn du sozusagen zugeben kannst, dass ich verletzt bist, dann ist Heilung möglich. Ja. Ja? Aber diese verschiedenen Töne entsprechen jetzt diesen 7 Punkten im Genitalbereich. Mhm. Ja? Und dadurch, dass du eben keine auf 10 gebracht hast, ja, sondern eben nur wenige, ich gehe gleich nochmal kurz durch,
zeigt, dass du verletzt bist, dass du in deinem Leben und das über Jahrhunderte, ja, diese Dinge gespeichert hast. Wir kommen dann einfach nur ins Leben und füllen das wieder auf. Mhm. Ja, ich will da nichts, keine Übergriffe erklären mit, aber letztendlich ist es so, wir haben, und das war eben dann irgendwann mal die Erkenntnis, ja, die Möglichkeit, die Schocks im Kopf durch die Kipalsing und die Verletzung der Liebe im Genitalbereich zu lösen. Ja. Mhm. Und das kam dann eben über diese Erkenntnis, dass eben eigentlich schon vor 700 Jahren nach der ganzen Templerbewegung ein Hubert Koch auch wieder so eine Gralerfahrung hatte, dass ihm gesagt wurde, damals eben von der ISIS, dass in 700 Jahren eine Zeit kommen wird, ja, wo der nächste Schritt der Evolution darin besteht, dass Mann und Frau auf gleicher Ebene ja, sich begegnen und sich gegenseitig alle Verletzungen, Traurigkeiten, Ängste, Schocks und so weiter zu befreien. An den zwei wichtigen Polen, wie Gurdjieff das sagt, auch Kopf und Genitalbereich oder auch die Wirbelsäule dazwischen. Ja. Und ich habe also verstanden, dass mit dieser Arbeit sozusagen dann eine neue Form des Miteinanders entsteht, was ja Ausdruck des Wassermann-Zeitalters ist. Mittwochabend ist der Abend der Frau, Donnerstagabend ist der Abend des Mannes, weil die Verletzung der Punkte kannst du auch unterstützen mit den Planeten. Stunden, die diesen Punkten entsprechen. Ich konnte ja über Nisame den also Planeten zuordnen. Also bei dir ist der Venuspunkt 5 bis 6, das heißt also, die Gelegenheit im Leben, sich hinzugeben, ja, wurde manchmal verletzt oder kam nicht zustande. Ja. In der Geschichte wollen also Leute in einem Park kuscheln und anderen tauchen Tiere auf und stören sie dabei. Ja. Merkur 5, ja, richtig sich ausdrücken. Ja. Das ist also, wenn du ein gefühlsvoller Mann bist, kriegst du dann immer einen drüber. Ja. Die Frauen, einen wollen das, die anderen nicht und so weiter. Ja. Der Mond 8 zeigt also deine Gefühle aber zu spüren und so zu vermitteln, das ist also schon befreit. Ja. Aber auch nur, weil du jetzt die Möglichkeit hast, vor 20, 30 Jahren oder in der Jugend war es halt nicht so toll, als Mann Gefühle auszudrücken, ohne gleich verarscht zu werden. Ja. Dann der Mars 3. Das heißt also, es gibt irgendwie, manchmal muss ich den Hintern zusammenkneifen. Ja? Ich kann mich noch nicht so wirklich in meine Kraft begeben. Ja? Und die Sonne 6, das ist so, ich sage immer, der Arschtrittpunkt. Ja? Das ist so der Vater, die Gesellschaft, die Lehrer. Und ja, Saturn ist das 3, heißt also, dass noch vieles noch nicht wirklich vollkommen ist in meinem Leben. Ich bin immer auch leicht eingebremst. Aber was interessant ist, der Mond siderisch ist 9. Du bist auf dem besten Weg, deine Bestimmung zu erfüllen. Ja, der sagt also aus. So, ich habe also jetzt hier mit diesem Leitmonochord, was ich als Paarinstrument entwickelt habe, einen Einstieg, ja, diese Verletzung zu verstehen, ja, um sie dann eben in eine Art Ritual. Ja, Mittwochabend ist der Abend der Frau, Donnerstagabend ist der Abend des Mannes. Früher ist der Mann in Donnerstag zu den Geheimgesellschaften gegangen, heute bleibt er zu Hause und ist mit seiner Frau verbunden. Und die Lebenswerkstatt, meine Arbeit, hat jetzt also verschiedenste Stufen geschaffen und Stück für Stück eben erst ein kraftvolles Haus, dann ein gutes Wasser, eine Entspannungsbadewanne, um dann für den Abend vorzubereiten. Und ich sehe also jetzt wirklich im Anbetracht des alten Baphomet-Gedanken, das war eben das, was Hubertus von der ISIS gesagt bekommen hat, da war Mann und Frau, können das auch einblenden, ein Kopf, Januskopfartig, dann ihre Haare haben 7 Spiralwirbeln erzeugt und ein Fuß. Ja? Mhm. Dass jetzt die Zeit ist, wo eben die Liebe ja, als Heilprozess in die Kommunikation von Mann und Frau reintreten. Und wenn da Frieden entsteht, ja, wenn da sozusagen der Mensch Ekstase erlebt, körperliche Heilung, körperliche Ekstase, ja, dann ist die Menschheit auf dem Weg, sich ein Drittes zu bilden, ja, was dann auch Carezza genannt wird oder auch Tronvallo beschreibt oder auch Kenyon mit dem Manuskripte der Magdalena, wo also der Ki-Körper aufgeht und Erleuchtung passiert. Mhm. Ja, das heißt, Erleuchtung passiert nicht mehr, wo der Mönch in der Klausel ist, sondern
im Bett zwischen der Liebe zwischen Mann und Frau auf gleicher Ebene? Der nächste Schritt der Evolution geschieht im Bett und nicht am Wochenende, sondern mittwochs und Donnerstag. Richtig. Das war jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ist so spannend, dass man aus dieser Perspektive gar nicht geopolitisch oder sonst was tatsächlich, dass dieses Wissen davon sagt, es geht um jeden einzelnen Menschen, ja, in seinem Gegenüber mit dem anderen Geschlecht, ja, und sicherlich die innere Heilung des eigenen Anteils da drin. Ja. Stefan, vielen, vielen Dank für diese Einführung. Ach, du hast gemerkt. Ich weiß, ich habe dich jetzt so ein bisschen... Ja, 4-5 Stunden. Ja, sonst du hättest locker 8 Stunden ja, hier erzählen können. Danke, dass du... Aber die Sehgewohnheiten unserer Zuschauer, eine Stunde haben wir gesagt, ja, und ein bisschen. Aber vielen, vielen Dank. Ja. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es war auch für Sie spannend. Ich glaube, das eine oder andere Mal werden Sie nochmal zurückspulen, ob Sie das richtig verstanden haben. Ich habe sicherlich auch noch ein paar Fragen an den Stefan jetzt im Nachklang. Ich freue mich, wenn Sie mich wieder einschalten, sozusagen bei Neue Horizonte TV mit interessanten Gästen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auch Themen und Gäste vorzuschlagen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Dankeschön.